Leute, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Ausflug hier im Microsoft Flight Simulator. Wir sind heute mit einem Wasserflugzeug unterwegs und unser Ziel wird sein, der Yellowstone Nationalpark, und dort werden wir dann im See landen. Ist zumindest der Plan. Währenddessen schauen wir uns mal die Szenerie an und hey, hört euch mal dieses Motorgeräusch an von den zwei Motoren. Das ist Hammer. Nach hinten hin wird es sogar noch lauter. Weiß nicht, warum das so ist, aber wow, das ist mal ein richtig geiler Sound von einem Sternmotor. Hammergeil. Hier haben wir jetzt Cockpit. Ist ein bisschen altbacken, ist auch schon ein älteres Flugzeug, auch wenn wir hier ein bisschen moderne Cheat-Avionik drin haben, wenn man so will. Man kann es hier dann unten wieder verstauen. Aber abgesehen davon gibt es hier nicht wahnsinnig viel zu sehen und ich würde sagen, wir starten hier mal und dann geht's schon mal los in den Nationalpark. Maximum Power und dann hoffentlich einen sauberen Takeoff. Die Grumman G21 tendiert leider ein bisschen dazu, zur Seite zu ziehen. Deswegen habe ich ja leider nicht den schönsten Start hier. Ich bräuchte definitiv mal so Pedale. Das ist das Einzige, was mir in meinem Setup noch fehlt, damit ich da ein bisschen besser entgegenwirken kann. Fahrwerke werden eingezogen und jetzt kann der saubere Flug beginnen. Die ungefähre Reisezeit der kleinen Tour heute wird ungefähr eine Stunde sein oder eine Stunde 10 Minuten, bin mir ganz sicher. Und werden so ein paar interessante Spots von dem Yellowstone Nationalpark anfliegen. Und also wie ich da die Infos habe dazu auch zu sagen. Zum Flugzeug selber. Wie gesagt, das ist die Grumman G21, wurde von Grumman Aircraft hergestellt und hatte seinen Erstflug am 29. Mai 1937. Von dem Flugzeug sind insgesamt 345 Stück gebaut worden. Von der Konfiguration her gibt es 6 bis 7 Sitzer, hat hinten sogar eine Toilette drin und einen kleinen Frachtbereich. Und es gab sogar eine Luxusversion mit der, wo zum Beispiel eine Brotbar mit dabei gewesen ist. Das war dafür so, ja, 2 bis 3 Personen. Später ist die Grumman noch sehr beliebt worden bei der United States Navy und der United States Coast Guard und ist da vor allem als Aufklärungstransport und Rettungsfahrzeug eingesetzt worden. Während des Zweiten Weltkriegs wurden die Maschinen auch von der Royal Canadian Air Force und der Royal Air Force als Rettungs- und Transportflugzeug eingesetzt. Ja, insofern, das stimmt. Das ist ein bisschen was von Wikipedia vor. Nach dem Krieg wurden viele der 345 gebauten Maschinen wieder in der zivilen Luftfahrt eingesetzt. Etwa 60 Exemplare sind heute noch flugfähig. Da die Musterzulassung noch besteht, plant der ehemalige Steuerberater V.L. Franklin nach dem Kauf der Rechte einschließlich der Konstruktionszeichnung eine Neuproduktion einer modernisierten Version in Graham, North Carolina. Diese soll mit der Pratt & Whitney PT6A-Triebwerken mit 500 Kilowatt Leistung ausgerüstet werden, die bereits bei einer Goose nachgerüstet worden sind und hat dann damit eine Reisegeschwindigkeit von über 370 Stundenkilometer. Die Reichweite bei der neuen ist bei 2200 Kilometer angesetzt. Der Deckel nochmal für die neue Goose ist die Super Goose und die ist 2009 zu ihrem allerersten Erstflug gestartet. Das Verkaufspreis wurden ungefähr 3 Millionen US-Dollar steht. Die letzte im Liniendienst eingesetzte Goose wurde am 21. Dezember 2012 bei der Alaska Operiergesellschaft Pan Air außer Dienst gestellt. Die G21A mit dem Kennzeichen N985R gehört seit August 2013 zur Collins Foundation Collection. Die G21 ist nach wie vor ein sehr beliebtes Flugzeug, weil sie sehr zuverlässig ist und wurde vor allem von der McKinnon Enterprise Firma sehr oft umgebaut und erneuert. Es fängt zum Beispiel auch mit dem Motor an, die gibt es in unterschiedlichen Varianten, sogar in der letzten Ausbaustufe mit der Turboprop-Motor.
geboren. Sieht dann optisch aber ziemlich falsch aus, wenn ich das mal so sagen kann, so nach den Fotos. Aber nachdem man das Ding so gut wie überall einsetzen kann und es auch einen sehr kurzen Take-off-Weg hat, ist es vor allem in Gebieten, wo man nicht so einfach hinkommt, nach wie vor ein beliebtes Flugzeug. Insgesamt, mit dem Original mit eingeschlossen, gibt es 12 Bauvarianten von der Goose. Ja, am meisten findet man die Goose in den Vereinigten Staaten. Sie ist aber auch weltweit im Einsatz gewesen. Und das war mitunter zum Beispiel in Australien, in Guyana, Kanada, Kroatien, in Ostindien, auf den Fidschi-Inseln, auf Island, Indonesien, Neuseeland und Norwegen, zumindest zivil. Militärisch auch noch in Argentinien, Bolivien, Brasilien, Kuba, Japan sogar und Co. Aber das geht nicht mehr. Aber ansonsten überall anzusehen, nur bei uns halt leider nicht. Schaut ihr eigentlich. Noch ein kleiner Fakt zu dem Fahrwerk, was wir jetzt hier gerade sehen. Das ist übrigens handgekurbelt, nicht elektrisch oder pneumatisch. Da musst du mit der Hand arbeiten und das ist auch hier im Modell umgesetzt. Und dann hört man auch, wie quasi der Pilot oder je nachdem, was er gerade macht, man da unter Kugel dreht, damit hier das Fahrwerk eingezogen wird. Ja, kommen wir zu der Hauptattraktion an sich, der Yellowstone Nationalpark. Er ist der älteste Nationalpark der Welt, denn er wurde am 1. März 1872 offiziell gegründet. Namensgeber von dem Park ist der Yellowstone River, der sich komplett durch den ganzen Park zieht. Den werden wir auch heute noch ein paar Mal sehen. Vor allem ist der Park bekannt für seine geothermalen Quellen, wie die ganzen Geysire und die Schlammtöpfe, sowie auch die Wildtiere wie Bisons, Grizzlybären und Wölfe. 1978 erklärte ihn die UNESCO zum Weltnaturerbe. Insgesamt erstreckt sich der Nationalpark über drei Bundesstaaten, das war Wyoming, Montana und Idaho. Dabei ist aber die prozentuelle Aufteilung sehr interessant, denn 96% des Nationalparks liegt in Wyoming, 3% in Montana und 1% in Idaho. Mit 8.987 Quadratkilometern Fläche gehört er zu den größten Nationalparks der USA. Die Größe ist vergleichbar in etwa mit der Fläche von Korsika. Durchschnittlich ist der Yellowstone auf einer Höhe von 2440 Meter und der Eagle Peak ist der höchste Punkt mit 3420 Metern und der tiefste Punkt, der nördliche Eingang, auf 1620 Meter über Meeresspiegel. Habt ihr übrigens gewusst, dass 22% der sämtlich weltweit existierenden heißen Quellen im Yellowstone-Gebiet sind? Es sind etwa 10.000, davon über 500 Geysire. Und somit hat der Yellowstone Nationalpark die höchste Dichte an Geysiren. Der berühmteste Geysir im Yellowstone Nationalpark ist der Old Faithful. Denn der spuckt nämlich relativ regelmäßig das Wasser aus, und zwar in einem Takt von 60 bis 90 Minuten. Denn über den werden wir dann auch nur drüber fliegen und der ist relativ groß. Und wenn wir schon bei Rekorden sind, das Steamboat Geysir ist übrigens der größte aktive Warmwasser-Geysir der Welt. Und ist im Yellowstone Nationalpark im Norris Geysir Becken zu finden. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, warum das Ganze hier so ist. Unter dem Yellowstone ist ein gigantischer Vulkan eigentlich, der nach wie vor aktiv ist.
Und entsprechend ist es dann kein Wunder, dass es hier entsprechend diese thermischen Ereignisse gibt. Der Nationalpark lässt sich eigentlich in fünf Zonen bzw. Countries einteilen. Das war einerseits das Mammoth Country, liegt im Nordwesten des Parks und ist vor allem von den thermalen Quellen und den Kaltterrassen bei Mammoth Hot Springs geprägt. Hier können oft Wapiti-Herden beobachtet werden und dann gäbe es noch das Roosevelt Country im Nordosten und das ist vom Touristen am wenigsten besucht. In dieser hügeligen Landschaft finden sich vor allem Wildtiere wie Hirsche und Bisons. Der Westen des Parks, das Canyon Country, wird durch den bis zu fast 400 Meter tiefen Grand Canyon of the Yellowstone mit seinen Wasserfällen und durch das Hayden Valley mit seinen großen Bisonherden bestimmt. Im Südosten hätte man dann ein Lake Country, wo es verschiedene kleine und größere Seen gibt, dem Yellowstone Lake oder dem Heard Lake, und das ist dann vor allem das Gebiet für die Fische, Greifvögel, Elchen und Bären. Trotz der vielen Bären im Park gibt es überraschend wenig Zwischenfälle mit Bären und Menschen. Lediglich wenn ein Tier bedrängt wird oder Junge bei sich hat, kann es zu gefährlichen Begegnungen zwischen Bär und Mensch kommen. Die meisten Unfälle mit Wildtieren passieren tatsächlich mit Bisons, weil die meisten Leute halt unterschätzen, dass natürlich Bisons halt auch Wildtiere sind. Und Bisons sind grundsätzlich unberechenbar und können sehr rasch 50 km/h schnell werden und können die Geschwindigkeit auch für eine gute Zeit lang halten. Naturschützer wie George Catlin und Henry David Thoreau hatten bereits vor der Gründung des Yellowstone Nationalparks überhaupt den Schutz von Tieren und der Natur in der Yellowstone-Region gefordert. Bei der Gründung des Parkes waren entsprechende Schutzmaßnahmen jedoch noch nicht im Gesetz verankert. Wir flossen erst mit der Zeit ein. Seit dem 15. Januar 1883, also mehr als 10 Jahre nach der Gründung, gilt für die meisten Tiere im Park ein Jagdverbot. Wilderer konnten rechtlich jedoch nicht belangt werden und so nutzten immer wieder Jagdlustige die Gelegenheit, Wildtiere zu schießen. Mit dem Nationalpark Protection Act, auch bekannt als den Lacey Act vom 7. Mai 1894, schuf das US-Parlament die rechtliche Grundlage zu einem tatsächlichen Schutz von Wildtieren, Vögeln und natürlichen Ressourcen. Das Gesetz verbietet das Töten vor allem von Tieren im Park, erlaubt es einzig das Fischen ohne Netz. Bäume, Mineralien und Raritäten der Natur dürfen dabei nicht beschädigt werden. Zu der damaligen Zeit wurde der Bestand der Bisons im Park auf etwa 200 Tiere geschätzt, die nach wie vor wild leben. In den Jahren 1896 bis 1902 schwankten die Schätzungen der Parkbahn zwischen 22 und 50 Bisons. 1902 kauften sie aus externen Bisonzuchten 15 Kühe und 3 Bullen und übersiedelten sie ein, so richteten sie entsprechendes Gehege südlich von Fort Yellowstone. Bis 1920 erholte sich die Bisonpopulation im Yellowstone auf rund 500 Tiere. Heute umfassen die Herden stabilisierende Bestände zwischen 3.500 und 4.500 Tieren. Und 2005 meldeten die Parkbaumwolle einen Höchststand von rund 5.000 Tieren. Jeweils im Winter ziehen die Bisons auf der Suche nach Nahrung nach Norden und etliche verlassen dabei den Park. Die Farmer dagegen fürchten, die Bisons könnten ihre Rinder mit Brucellose anstecken, eine Krankheit. Ob das möglich ist, ist aber nicht bewiesen. Bisons außerhalb des Parks werden entweder zurückgejagt oder geschlachtet und alljährlich werden rund 1500 Yellowstone-Bisons außerhalb des Parks getötet. Die Wölfe der Yellowstone-Gegend wurden jahrelang gejagt und in den 1930er Jahren ganz ausgerottet.
Als direkte Folge geriet das natürliche Gleichgewicht der Tiere komplett durcheinander. Deshalb wurden 1995 auf Folge 14 kanadische Wölfe angesiedelt und unter Schutz gestellt. Mittlerweile haben sich die Yellowstone-Wölfe mit eingewanderten Wölfen aus Kanada vermischt und ihre Population hat sich auf knapp 100 Tiere innerhalb des Parks und auf 1650 Tiere im Gebiet Idaho, Montana, Wyoming erhöht. Seit Wiedereinführung der Wölfe hat sich die Wapiti-Population in nordöstlichen Yellowstone-Gegend von 17.000 bis 19.000 auf rund 4.600 Tiere im Dezember 2010 abgenommen. Ein Hauptgrund nebst der größeren Dürre der letzten Jahre ist mitunter, dass die Wapitis wegen der Wölfe im Winter in höher gelegene Gebiete mit weniger Nahrung ausweichen. Die Hauptsaison vom Park ist übrigens von Anfang Mai bis Ende Oktober und von der Mitte Juni bis Ende August länger soweit sämtliche Einrichtungen und Übernachtungsmöglichkeiten, Tankstellen, Restaurants etc. zugänglich. Während der übrigen Zeit sind nur Teile davon zugänglich und im Winter sind außer der Straße vom Nordeingang zum Nordosteingang sämtliche Straßen des Parks nur mit Schneemobilen bzw. Snowcoaches, also Busse mit dem Kettenantrieb, befahrbar. Ebenfalls ist die tägliche Anzahl der Fahrzeuge begrenzt, die da reinfahren dürfen. Und das Befahren ohne anerkannten Führer in dem Park ist nicht gestattet. Was ich persönlich noch sehr, sehr, sehr gut finde. Seit 1990 besuchen jährlich mindestens 2,8 Millionen Touristen im Park. Bislang größte Besucherzahl wurde 2016 mit über 4,25 Millionen Personen gezählt. Und in der Winterzeit beläuft sich die Besucherzahl auf jeweils auf etwa 140.000. Während der Hauptsaison sind etwa 4.500 Arbeiter im Park beschäftigt. Hotels, Restaurants und Lehnepark werden von Xanterra Parks und Resorts betrieben. Der Konzessionär wurde 2007 für seine Bestrebung für einen nachhaltigen Tourismus im Yellowstone Park mit dem Gear Tourism Award for Sustaining the Environment for Place der Travel Industry Association und des National Geographic Traveler Magazine ausgezeichnet. Was ein langer Name. Der Nationalpark generierte 2005 der Region rund 300 Millionen US-Dollar. 6.815 Personen in der Yellowstone-Region verdanken ihre Arbeitsschwelle den Park. Alleine Touristen, die wegen der Wölfe in den Yellowstone-Park kommen, brachten dagegen rund um den Nationalpark im Jahr 2006
35 Millionen US-Dollar an Einnahmen. Ich werde für euch erstmal das Board Entertainment System anmachen. Da seht ihr auch noch echte Bilder zum Jenos-Donnerzer-Abpack. Könnt ihr das hier mit dem Flug hier vergleichen und dann hören wir uns danach gleich wieder und die Landung dauert nicht mehr lange. Dann sehen wir, wie das wird. Hoffentlich lande ich gut. Das meiste Gelb im Canyon stammt vom Eisen- und Schwefelgestein. Der Yellowstone River fließt durch die Low Falls in den Canyon. Der Wasserfall ist der wohl spektakulärste seiner Art im ganzen Nationalpark. Mit einer Fallhöhe von 94 Metern ist er der höchste Wasserfall des Parks und fast doppelt so hoch wie die Niagara-Fälle. Unter dem Yellowstone-Nationalpark befindet sich eine riesige Magmablase. Sie ist Ursache für die Naturphänomene, die im Yellowstone zu beobachten sind. So ist der Yellowstone der Ort auf der Erde mit der höchsten Dichte an Geysiren und Schlammtöpfen, noch vor Island. Schnee und Regen sickert auf dem Yellowstone-Plateau langsam durch Schichten aus porösem Felsen, der zusätzlich von Brüchen und Rissen durchlöchert ist. Einiges von diesem kalten Wasser trifft auf heißes, salzhaltiges Wasser, das direkt durch den oberflächlichen Magmakörper geheizt wird. Die Wassertemperatur steigt über den Siedepunkt, aber das Wasser bleibt aufgrund des hohen Drucks und des Gewichtes des darüberliegenden Felsens in flüssigem Zustand. Das Ergebnis ist überhitztes Wasser mit Temperaturen über 200 Grad. Dieses überhitzte Wasser ist weniger dicht als das kältere Wasser und deshalb leichter. Die Folge? Das schwerere Wasser sinkt ab. Dies erzeugt Konvektionsströmungen, die dem leichten, aufnahmefähigen, überhitzten Wasser erlauben, seine langsame Reise an die Oberfläche zu beginnen. Dabei folgt es den Rissen, Spalten und den schwachen Bereichen des rhyolitischen Lavaflusses. Während der Reise des heißen Wassers durch diesen Felsen lösen die hohen Temperaturen Silikate aus dem Rhyolit und dichten das System ab. Es entsteht ein Rohrleitungssystem, das den hohen Drücken standhalten kann. So entsteht ein Geysir. Zurück am Yellowstone River. Wir sehen grasende Wapitis. In Nordamerika wird die Art meist Elk genannt, während dies im britischen Englisch die Bezeichnung für den Elch ist. Wapiti heißt übersetzt weißes Hinterteil und stammt von den Shawnee-Indianern, die um 1500 im Bereich der großen Seen gelebt haben und von dort vermutlich durch den Yellowstone nach Süden gewandert sind. Wapitis haben eine Schulterhöhe von 75 cm bis 1,50 m und wiegen 230 bis 450 kg. Die Männchen sind meist etwa doppelt so schwer wie die Weibchen. Die Geweihe der Tiere messen 1 bis 1,5 Meter von Spitze zu Spitze. Wapitis sind bekannt für ihre lauten, trompetenden Rufe während der Brunftzeit. Nur dann gesellen sich die Bullen zu den Weibchen und beanspruchen Herden für sich. Wapitis leben als eine der größten nordamerikanischen Wildtierarten in offenen Wäldern oder in Waldnähe. Im Sommer steigen sie in Bergregionen in große Höhen auf. Im Winter bevorzugen sie geschütztere und tiefer gelegene Gegenden. Früher war der heimische östliche Wapiti in Nordamerika, speziell in der Gegend der Rocky Mountains, weit verbreitet. Nach dessen Ausrottung durch die Jagd brachte man westliche Wapitis in diese Gegend. Heute wird der Bestand an Wapitis in den USA auf rund 1 Million Tiere geschätzt. Das sind etwa 10% der Anzahl, die vor rund 200 Jahren noch die Wälder bevölkert haben.
Ja, meine Damen und Herren, wir befinden uns jetzt im Landeanflug auf dem See hier. Es könnte vielleicht ein bisschen holprig werden, nachdem wir auf Wasser landen und meine Erfahrung gleich null ist. Also ganz gut anschnallen und aufs Beste hoffen. Wird schon schief gehen. Mein Ziel ist es dann, nach der Landung auf der größeren Insel da zur linken Seite zu landen, dass wir da irgendwie hinkommen und da ein schönes Picknick haben. Aber erstmal runterkommen. Ich habe übrigens Probleme mit den Flaps. Die wollen nicht rauskommen, aus welchen Gründen auch immer. Sie sind dann später rausgekommen. Aber da, wo sie gebraucht haben, hat es nicht funktioniert. Also ist erst mein Approach, so viel Geschwindigkeit wegzunehmen, wie es nur geht. Dann so sanft wie möglich zu landen. Es ist übrigens weiter oben echt schwer auszumachen, wann das Wasser hier wirklich anfängt. Es ist echt eine Challenge bei Wasserlandungen, finde ich zumindest. Wie viel Meter man noch eigentlich runter noch hat. Ja, ich nehme die Insel bitte als Referenz, weit ist es nicht mehr. Ich hätte gerne noch ein bisschen Boost-Unterstützung. Sind schon recht langsam. Ja, und da sehe ich auch die Wasseroberfläche. Touchdown und wir sind wieder nach oben. Zweiter Touchdown, Flugzeug jetzt bedanken. Okay. Ja, liebe Leute, wir haben es überlebt, aber das war nicht die beste Landung. Aber hey, für dieses das dritte oder vierte Mal, das wollte ich jetzt machen. Aber ich kann es durchgehen. Schauen wir uns das Ganze mal von außen an, wie das aussehen hat. Es sieht ja noch gar nicht mal so schlecht aus. Ich komme wirklich sanft runter. Aber ich bin jetzt auch einfach zu schnell. Erster Touchdown, ganz leicht. Au. Da hat es mich schön nach oben kaut. Nummer 3. Ah, wenn ich das noch ein paar Mal mache. Was der Rumpf? Nee, danke. Ja, ich muss da langsamer und schöner reinkommen. Aber hey, wir haben es überlebt. Okay, ich werde mal zu der Insel hincruisen. Das wird ein bisschen dauern, weil ich bin jetzt hier mitten im Nirgendwo. Dieser Motorsound, immer wieder geil. Ich würde sagen, dann machen wir eine Cut. Ich bin jetzt hier noch ein paar Meter nach hinten. Und übrigens ist schön, wie sich das Wasser hier vertrunken. Sieht cool aus. Ja, da sind wir fast bei der Insel. Da können wir dann gleich mal aussteigen und unser Picknick machen. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. War vielleicht historisch noch ganz interessant, geschichtlich. Vielleicht haben wir sowas gelernt. Und ist die Frage bezüglich den Video-Einblendungen, die ich gemacht habe. Interessant für euch, finde es cool oder sehr meh. Oder was ihr mehr davon sehen, lasst uns gerne in die Kommentare. Für mich war es ein schöner Flug mit dem Wasserflugzeug. Eventuell fliegen wir mit einem echten Löschflugzeug mal. Oder vielleicht mal einen Brand simulieren hier im Yellowstone oder einem anderen Park. Und ja, vielleicht wird es einen kleinen Bug sehen. Wenn von Wasser quasi auf Erdboden gehen, das was der Flight Simulator da macht, ist interessant. Das meine ich. Es ist wie eine harte Kante und unser Flugzeug versinkt da hinten. Schade, ich dachte, ich könnte wieder in den Hof fahren. Oh, das ist immer nach dem Details. Ja, bis dann. Natürlich einen guten Flug und jetzt noch ein gutes Picknick hier auf der Insel. Das war's hier mit Aurora Air, mit dem Wasserflugzeug. Tschüss.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.